7-mal war er Meister mit der Wiener Austria, 4-mal Cupsieger, er stand im Europacup-Finale und auch im Halbfinale des Meistercups. Der langen Rede kurzer Sinn, er hat wirklich einiges erlebt und kann deswegen im Rahmen unseres Podcasts einiges erzählen. Sie wissen, es geht darum, alte Geschichten aufzuwärmen oder zumindest in neuer Fassung wiederzugeben. Sollten Sie jetzt noch nicht wissen, von wem die Rede ist, dann sage ich es. Ich freue mich sehr, dass er Zeit gefunden hat. Karl Dachsbacher. Ja, grüß Gott. Herzlich willkommen. Zur Erklärung, wir sind da in einem Gasthaus in St. Pölten. Sie wohnen ja da, mehr oder weniger. Also wir sind quasi in Ihrer Heimat, kann man sagen. Ja, ist meine Geburtsstadt. St. Pölten wohnt zwar nicht direkt da, sondern am Land, aber im Bezirk St. Pölten. Und fühle mich da sehr wohl, habe schon vor vielen Jahren da Haus gebaut und bin jetzt von Innsbruck wieder zurückgekehrt in die Heimat. Und ja, was wir da hören, sind wirklich richtig alte Geschichten. Wundert ja, dass Sie so gut informiert sind. Na, werden wir erst schauen, ob das alles stimmt, was ich recherchiert habe. Also vielleicht müssen Sie mal das eine oder andere Mal drüber fahren. Wenn es für Sie okay ist, dann starten wir die Story sozusagen mit Ihren Anfängen bei der Wiener Austria. Weil Sie sind ja mehr oder weniger der personifizierte Mr. Austria, haben ja dort 14 Jahre gespielt und sind 1972, wenn ich richtig informiert bin, bei der Austria gelandet. Erster Trainer? 71. Na bitte, habe ich das erste Mal falsch recherchiert, habe ich die erste am Deckel gekriegt. Also gut, nehme ich gerne mit. Erster Trainer Karl Stotz. Über den muss man was wissen? Ja, ganz genau. Also der Karl Stotz war mein Förderer. Ich bin ja nicht im Nachwuchs von Wiener Austria gespielt, sondern bin letztendlich von einem kleinen Club von Statzendorf, der in meiner Heimatort ist, und dann von Kremser Sportclub zu Austria gekommen mit 18 Jahren. Hat mir es eigentlich gar nicht zutraut, muss ich ehrlich sagen. Hab mir gedacht, naja, okay, dann gestern mal ein Jahr zu Austria und dann schicken sie dich wieder heim und kannst sagen, du warst bei der Austria. Und es sind aber dann 14 Jahre geworden und ein sehr erfolgreiches Jahr. Und ich habe dann als Trainer viele andere Clubs auch gehabt und betreut, aber Austria wird natürlich immer mein Herzensclub bleiben. Ich habe insgesamt jetzt 21,5 Jahre bei der Austria verbracht. 14 Jahre Spieler und 7,5 Jahre als Trainer, Amateure und Kampfmannschaft. Und daher liegt mir natürlich die Austria sehr am Herzen und habe nicht mehr jetzt auch immer Zeit, immer wieder die Heimspiele zu besuchen. Wie viele verschiedene Heimstätten haben Sie denn genossen oder bespielt? Weil gerade in den 70er Jahren war ja das Thema echte Heimat sozusagen für die Austria schon ein sehr brisantes, weil man de facto keine eigene Heimstätte gehabt hat. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht zusammengezählt, aber es war der Wiener Sportclub, also der Sportclubplatz, es war die Hohe Warte, es war das Wiener Stadion, es war sogar das dazumal noch Weststadion, also Hanabi-Stadion. Es war, ich glaube, es war noch einmal die Südstadt, war es einmal, und bis halt dann dazu gekommen ist, dass eben der Horrplatz unsere Heimatstätte war, und da waren immer Martinez, also am Vormittag ist gespielt worden, am Sonntagvormittag. Und da waren ungewöhnlich viele Zuschauer für die Austria. Und über diesen Horrorplatz hat der Tommy Paritz einmal was Interessantes erzählt, nämlich, dass die Infrastruktur am Anfang natürlich sehr zu wünschen übrig gelassen hat, die Umkleidekabinen alles andere als feudal waren. Duschen hat es in Wahrheit zwei gegeben. Und, da komme ich jetzt auf den Punkt, den ich eigentlich erwähnen will, der Schiedsrichter hätte durch die Kabine der Austria durch müssen, wenn er duschen hat wollen. Und jetzt hat der Tommy Paritz gesagt, so Adrat wollen wir schon, wenn der Schiri schlecht pfiffen hat, oder wir zumindest das Gefühl gehabt haben, dass er schlecht pfiffen hat, dann haben wir ihm das Warmwasser abgedreht. Können Sie das bezeugen, Herr Dachsbacher? Wollen Sie ein Statement abgeben dazu? Das denke ich, wird stimmen. Sie waren unschuldig. Der Tommy Paritz ein sehr ehrlicher Mensch ist und keine Geschichten erzählt. Es ist aber, glaube ich, vorgekommen, dass er gar nicht duschen gegangen ist. Sicherheitshalber. Ja. Waren Sie auch Rädelführer bei solchen Aktionen? Eigentlich nicht. Wir haben da ein paar Experten gehabt. Der Hansi Birkner war da so der Federführende dabei, der immer für so Späße gut war. Der Friedl Konzilier hat einmal vor dem Spiel gleich einmal den Schiedsrichter gesagt, wie er pfeifen soll. Hat es immer gefruchtet? Also nicht immer, leider nicht immer. Aber da wir eine sehr starke Mannschaft waren,
da haben wir da meistens die Heimspiele gewonnen. So, wenn ich dann hoffentlich richtig recherchiert habe, dann ist 2 Jahre nach Ihnen ein gewisser Herbert Prohaska zur Austria gestoßen. Genau ein Jahr nachher, ja. Weil ich, der ist glaube ich 72 gekommen, ich 71 und der war halt ganz jung, also er war glaube ich kaum 17, nicht einmal noch wie er gekommen ist. Hat aber mit einem phänomenalen Auftritt gegen das Nationalteam in einem Freundschaftsspiel von Ostbahn 11 gegen das Nationalteam so eine Leistung gebracht, dass eben alle nur gestaunt haben und gesehen haben. Mhm. Also da hat man kein Experte sein müssen, dass man weiß, dass dieser Superspieler ist und wird. Ich glaube, Sie sagen ja gerne im Halbernst, Ihre Hüfte hat der Prohaska zu verantworten, weil Sie immer grätschen müssen haben hinterher. Haben Sie den Prohaska, das wollte ich eigentlich fragen, jemals grätschen gesehen? Oh ja, das glaubt man zwar nicht, wirklich? Aber er war schon so ehrgeizig, dass er, das war glaube ich trotzdem seine Stärke, dass er, es war nicht seine Stärke, das Grätschen, aber es war seine Stärke, dass er es zumindest versucht hat und auch der Mannschaft helfen hat wollen. Es war nicht so, dass der, wie in diesen Zeiten oft so war, der Spielmacher sich freigestellt hat, wenn die anderen am Ball waren, sondern er hat da schon sehr mitgeholfen und war ein richtiger Teamplayer, das muss man einfach sagen. Und das hat auch mit seinem guten Spiel das Standing in der Mannschaft einfach gefördert. Und er war dann schon in jungen Jahren sozusagen eben der Chef. Und aber aufgrund dessen, auch dass er sich wirklich in Dienst der Mannschaft gestellt hat, auch versucht hat, kämpferisch zu spielen. Aber bleiben Sie dabei, dass Sie Langzeitschäden davon getragen haben, weil Sie während die Drecksarbeit machen haben müssen? Die Hüfte ist lädiert, aber ich glaube, er sagt selber öfters im Spaß, dass ich sehr viel für ihn laufen habe müssen und hinten aufräumen. Und ja, das ist so ein Running Gag, würde ich sagen. Aber das ist erledigt, hat keine Auswirkungen für die Freundschaft. Hat keine Auswirkungen. Über den allerersten Auftritt von Prohaska bei der Austria, also über sein allererstes Erscheinen am Austria-Gelände, erzählt Prohaska selber gerne, dass er in so Cowboy-Stiefeln erschienen ist, woraufhin der damalige Austria-Star Tralle Fierler zu ihm gesagt hat, bist mit dem Pferd gekommen? Waren Sie da dabei? Ist das tatsächlich so abgelaufen? Waren Sie in der Kabine damals? Die Geschichte kenne ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Mir ist er immer vorgekommen wie der Jimi Hendrix. Weil ich war sehr musikinteressiert und auch Popmusik war eine große Leidenschaft und er hat mit seiner Frisur ausgeschaut wie der Jimi Hendrix. Ich glaube, er hat selber sogar versucht, in einer Musikgruppe als Junger mitzuspielen und das war eher mein Vergleich. Ich hätte gesagt, jetzt kommt der Jimi Hendrix und nicht der Cowboy, aber das vieler Geschichte, wenn er es selber erzählt hat, wird sicher auch stimmen. Waren Sie selbst eigentlich modebewusst damals in den 70ern? Ja, wir waren so auf der Hippie-Welle, würde ich sagen. Das war so, die 68er war kurz davor, Woodstock. Und wir waren schon, also ich zumindest auch, auf der Linie. Und man hat sich dann mit den langen Haaren, mit den Blumenhemden, mit den langen Kragen, also das hat man schon angehabt dazu. Das hat gezogen beim weiblichen Geschlecht? Denke ich schon. Als Fußballer hat man schon, wie man weiß, einen gewissen Vorteil und bei den Mädchen, aber ich habe relativ früh meine Frau kennengelernt, sodass sie das dann so ziemlich schnell erledigt hat. Außer Konkurrenz sozusagen, waren sie nicht mehr im Wettbewerb. Genau. Wenn man über die legendäre 70er-Partie der Wiener Austria spricht, dann fällt zumindest bei den Protagonisten relativ schnell einmal der Name Georg Schurli Schreitl. Das war der ja auch legendäre Masseur oder Physiotherapeut, der auch selbst erzählt, also ein bisschen adrat waren die Spieler schon alle, weil der Einzelschmäh von ihnen war immer, am Feld haben sie so getan, als würden sie vor lauter Schmerzen sterben. Kaum bin ich dann hineingelaufen, sind sie wie durch eine Wunderheilung aufgesprungen und waren auf einmal topfit. Waren Sie auch ein Protagonist dieser Masche? Na, der Schurli Schreitl, muss man mal sagen, ist wirklich eine wahre Legende. Er hat für die Stimmung gesorgt in der Mannschaft, nach den Spielen immer Wiener Lieder gesungen und wir haben dann schon alle mitsingen können, weil wir den Text kennen haben. Und er hat für unzählige Anekdoten gesorgt. Das ist eine Geschichte, die
sicher auch stimmt. Und, aber ich glaube, er ist immer relativ gern auch reingelaufen, weil dann hat er das Publikum gesehen und da hat er im Publikum reinwinken können. Da hast du seine Fans gehabt. Ja, genau. Also war es ihm gar nicht so zuwider, wenn wir dann wieder gern mal aufgestanden sind, Hauptsache er ist gefeiert worden vom Publikum. Nein, aber es war unglaublich wichtiger Mann in der Truppe, der wirklich ein Stimmungsmacher war. Und ich ihn jetzt noch immer sehe im Legendenclub, er ist ja über 80 und freue mich immer wieder, wenn ich ihn wieder sehe und erinnere mich an die vielen Geschichten, die es über ihn gibt. Und ja, also das war auch ein Mitgrund für diese verschworene Gemeinschaft. Also der Mann wäre wahrscheinlich auch ein interessanter Mann für unseren Podcast. Der kann wahrscheinlich auch einiges erzählen. Der kann einiges erzählen, auf alle Fälle. Und er ist ein voll lustiger Typ und wirklich ein Vertreter des Wiener Liedes. Also er kann diese Texte alle. Und wenn er jetzt einmal irgendwann einmal im Fernsehen oder im Radio so das Wiener Lied her, dann erinnert er mich immer wieder an eine Schreitl-Schule, der uns das schon näher gebracht hat vor vielen, vielen Jahren. Und und der Herbert Prohaska wird dann sicher noch viele Geschichten erzählt haben oder zum Besten geben. Und war wirklich super. Nur Physiotherapeut hat zu der Zeit kein Mensch gesagt, das war der Masseur. Der war der Masseur. Ja, aber das Handwerk hat er schon auch beherrscht, oder war er nicht ausschließlich für die gute Stimmung zuständig? Nein, er war ein Arbeiter, der sehr, sehr viel massiert hat. Also wenn wir oben ins Hotel gekommen sind vor ein Spiel, dann hat er noch faktisch die ganze Mannschaft durchmassiert, was jetzt fast, glaube ich, für die heutige Zeit undenkbar ist. Da sind schon zwei, drei Leute mit und wird erledigt. Aber es war nicht nur ein Stimmungsmacher, es war auch ein sehr guter Masseur und Arbeiter. Jetzt werden Sie wahnsinnig überrascht sein, dass ich ganz gerne über das Jahr 78 gesondert sprechen mag, weil Sie wissen, was da der große Höhepunkt war, der Einzug ins Europacup-Finale, an dem Sie natürlich auch einen sehr gewichtigen Anteil haben oder auf sich vereinnahmen können, und zwar mit Ihrem Tor im Viertelfinale gegen Split. Das hat ja die Austria erst in die Verlängerung gebracht. War dieses Tor das Wichtigste in Ihrer Karriere? Beziehungsweise, wie haben Sie es überhaupt abgespeichert? Ja, ich würde schon sagen, es war das Wichtigste aufgrund dessen, dass wir noch einen 1-0 Rückstand, glaube ich, sind wir dann haben wir ausgeglichen und sind ins Elfmeterschießen gekommen. War Freistoß von der Seite von Prohaska und der Kopf da. Also ich habe das schon noch ziemlich genau vor mir. Und war wichtig und war natürlich ein kleiner Baustein zum großen Erfolg. Und dann beim legendären Halbfinal-Rückspiel, das ja dann im Elfmeterschießen gegen Dynamo Moskau entschieden wurde, zugunsten der Austria, hat Karl Daxbacher gefehlt. Also wirklich eine ganz naive Frage, Sie waren verletzt oder gesperrt? Ich weiß es wirklich nicht. Ich war verletzt. Ja, ich habe mir kurz davor in einem Meisterschaftsspiel eine Wadenverletzung zugezogen und habe nicht spielen können und habe auf der Tribüne mitgefiebert. Und wie ist es Ihnen ergangen, rein nervlich? Vor allem war es ja extrem, weil wir, glaube ich, ein, zwei Minuten vor Schluss das 2-1 gekriegt haben und das dann mit der Verlängerung notwendig war. So war die Spannung ja unglaublich groß und es waren, glaube ich, 70.000 Zuschauer. Also es war schon ein wichtiges Highlight und ja, und ist dann belohnt worden mit dem Paris-Spiel natürlich, wo wir leider Anderlecht ziemlich untergegangen sind. Aber es war natürlich eine große Sache. Wobei wir aber im nächsten Jahr auch ins Semifinale gekommen sind, der Meister, was jetzt unvorstellbar ist und auch natürlich, muss man eindeutig sagen, viel, viel schwerer. Also man kann österreichischer Club ins Semifinale der Champions League wird kaum mehr möglich sein, weil einfach die Summen und die Möglichkeiten und Budgets der Clubs einfach so auseinandergedriftet sind, dass das nicht möglich ist. Aber es war natürlich für die Austria ein Riesenerfolg. Wenn wir dann vielleicht ein paar Jahre weiter noch vorgehen, hat die Austria in den frühen 80er Jahren noch einmal für kräftig Furore gesorgt im Europacup. Da ist man ja noch einmal ins Halbfinale eingezogen, unter anderem, indem er im Viertelfinale den FC Barcelona ausgeschaltet hat. Und bei Barcelona hat damals ein junger Mann namens Diego Maradona gespielt.
Wie haben Sie diese Spiele gegen den, unter Anführungszeichen, FC Maradona in Erinnerung? Wie haben Sie Maradona selbst in Erinnerung als Gegenspieler? Ja, ich hab, muss ehrlich sagen, das ist, waren damals, ich habe da nicht richtig gespielt. Ja, ich war, glaube ich, auch auf Verletzung vorher. Sie sind eingewechselt worden. Und so. Aber es war dort eine unglaublich starke Mannschaft von Barcelona. Und war natürlich ein Riesenerfolg. Der Gerdi Steinkugler hat da das wichtige Auswärtstor erzielt. Und ja, es waren nicht nur Maradona, es waren da einige Spiele. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich weiß nicht, zu Beginn in Wien war der Menotti-Trainer, in Barcelona dann schon der Latek, was den abgelöst haben. Es waren, der sich dann auch irgendwann mit Maradona verscherzt hat, ja, und es war, auch abgesagt worden ist. Halt, es war halt einfach eine Top-Mannschaft und ja, man kann natürlich wirklich sagen, dass das im Einzelnen gesehen der größte Erfolg war. Wir sind dann gleich gegen Real Madrid gekommen, da sind wir dann ausgeschieden. Aber es waren dann schon Highlights in einer so einer Karriere und Spiele in Barcelona oder in Madrid ist natürlich schon was ganz Besonderes. Ich möchte noch einmal ganz kurz zurück in die 70er switchen und da auf den damaligen Erfolgstrainer zu sprechen kommen, nämlich Hermann Stessel. Über den sagt man, der war so ein bisschen der Kumpeltyp und er war einer, der es laufen hat lassen. Man hört seine Ansprachen unmittelbar vor dem Spiel, sind ungefähr so abgelaufen, Burschen geht's raus und spielt's wie immer. War es so oder war es schon ein bisschen diffiziler? Er hat uns auf alle Fälle Selbstvertrauen gegeben mit seinen Aussagen, sie waren so ähnlich. Speziell in der Meisterschaft in Österreich, da hat er einfach gesagt, schaut, ihr seid die besten Fußballer von die zwei Mannschaften, die jetzt antreten. Wenn ihr genauso kämpft und lauft wie die anderen, werden wir das Spiel gewinnen. So war das, so ungefähr ist das abgelaufen. Und er hat das aber sehr, sehr geschickt gemacht, finde ich. Man hat auch das Gefühl gehabt, bei einem Fehler steht keiner an der Linie, der dann schreit und tobt, sondern der hat das okay. Wo habt Spaß am Fußball, traut sich was zu, spielt was, und das war so seine Philosophie und man hat auch gemerkt, wie er weg war, ist weit nicht mehr so rund gelaufen wie vorher. Also er, glaube ich, ist der mit Abstand erfolgreichste Trainer der Wiener Austria. Ich glaube, der ist Firmenmeister geworden, mit mir zweimal, wie ich dann den Club verlassen habe. Das Jahr ist er gekommen wieder und wieder Meister geworden. Und ich glaube, noch einmal. Also der hat das richtige Gefühl gehabt. Der war jetzt vielleicht nicht der große Taktiker oder was ich das sonst früher eh viel weniger gegeben, Taktik war. Wäre eh auch noch eine interessante Frage. In Österreich sehr klein geschrieben. Wie hat Taktiktraining in den 70ern ausgeschaut? Hat es nicht gegeben, würde ich jetzt fast sagen. Wir haben fast tagtäglich unsere Spiele gespielt gegeneinander, die unglaublich intensiv waren und die haben was gebracht. Wir haben auch wir bei der Austria gegenüber von den anderen Clubs faktisch nur mit Ballen gearbeitet. Die anderen sind Runden gelaufen und was auch immer alles. Und wir haben gespielt, sozusagen. Und auch das war mit der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben zwar sehr gute Spieler gehabt, aber ich glaube schon, dass das war. Und ein echtes Taktiktraining in der Form, wie es jetzt sehr oft passiert oder immer passiert, hat es in Österreich, glaube ich, nicht gegeben. Zumindest nicht bei der Wiener Austria. Von Italien hat man schon immer gehört, weil Italien war so immer diese Mannschaft mit dem Catenaccio und mit der taktischen Ausrichtung, hat der Prohaska nachher auch bestätigt, wie er die drei Jahre in Italien gespielt hat. War bei uns. Aber nicht nur bei uns, sondern in ganz Österreich nicht. Glaub. Über Spaß am Fußball in den 70er Jahren spricht, dann fühle ich mich fast bemüßigt, auch über Felix Gasselig zu sprechen. Auch ein ehemaliger Mitspieler von Ihnen, auch begnadeter Techniker. Über den Experten heute noch sagen, Talent hätte er fast mehr gehabt als Prohaska. Gehen Sie damit? Hat sicher was für sich, ja, auf alle Fälle. Von den technischen Möglichkeiten wie Beidbeinigkeit und Dribbling hat der Felix große Möglichkeiten gehabt, war auch ein super Spieler.
Aber der Herbert Prohaska war, wie schon erwähnt, der Erfolgsorientiertere, der einen unbedingten Siegeswillen gehabt hat. Der Felix, im Felix war oft wichtig, die Schönheit des Spieles oder diese Einzelaktionen, die oft wirklich genial waren. Und wenn es halt einmal nicht so gelaufen ist, dann ist es halt nicht so gelaufen. Beim Braske, der hat bis zum Schluss alles versucht, um dass die Mannschaft erfolgreich ist. Und beim Herbert war es auch so, dass der dir den Ball, wenn er alleine ins Tor schießt, nicht kennt oder dann nur hingerollt, damit du das Tor schießt, so mannschaftsdienlich war der. Und das war der größte Unterschied und das war auch, das ist begründet auch, warum der Herbert der erfolgreichere Spieler war. Mhm. Gasselig beklagt heute noch, dass er damals in den 70ern und 80ern von einer ganz speziellen Partie innerhalb der Austria in einer ganz speziellen Hinsicht massiv benachteiligt und ungerecht behandelt wurde. Und dieser speziellen Partie haben auch Sie, Karl Daxbacher, angehört. Wissen Sie, worauf ich hinaus will? Nein, könnte ich jetzt nicht sagen, weil ich war. Vielleicht wissen Sie, worauf ich hinaus will, wenn ich Ihnen die restlichen Mitglieder dieser Partie nenne. Also die wären Sara, Obermeier, eben Daxbacher, Prohaska und Baumeister. Diese Fünferkonstellation. Ach so, es geht um den Hallen, um das Hallenspiel. Da habe ich ein bisschen nachdenken müssen. Also, ja. Verteidigen Sie sich jetzt. Was machen Sie mit dem Vorwurf vom Gasselig? Na, es war so, dass wir das Hallenspiel total ernst genommen, aufgrund von Prohaska, in erster Linie auch, der dieses Hallenspiel geliebt hat und auch so ehrgeizig gesehen hat. Und wir haben vor dem Turnier immer beim Training so faktisch Ausscheidung gespielt. Und dann hat sich herausgestellt, wer passt am besten zusammen. Und dann ist oft jetzt im Nachhinein oder überhaupt verwunderlich, dass vielleicht Spieler wie Daxbacher, Obermeier, die nicht so diese Hallentechniker sind, aber die halt irrsinnig gut zusammengespielt haben, gut kombiniert haben, sie ergänzt haben, in der sogenannten Einsermannschaft gespielt haben. Und natürlich war dann der Prohaska da schon federführend, wer in dieser Einsermannschaft spielen wird sozusagen. Und da war der Felix halt, solange der Prohaska bei der Austria war, nie dabei. Und das hat ihm sicher irrsinnig gewurmt, weil im Einzelspiel, als Einzelspieler, war er sowieso unbestritten mit dem Prohaska, der Hallenkönig. Aber es war halt das Zusammenspiel, vielleicht Prohaska und Gasselig einer Mannschaft bei 5 Spielern, wäre vielleicht auch schon zu viel gewesen. Weiß man nicht, weil es ja dann nie dazu fast gekommen ist. Aber das war, und das hat ihm, glaube ich, natürlich schon gewurmt, dass wir im Nachhinein, ich glaube, weiß nicht, wir 9-mal den Titel hintereinander, den Hallentitel, erworben haben und er nie in der Einsermannschaft war. Weil der Prohaska ja immer, kaum waren wir auf der Wechselbank, hat der Prohaska schon gesagt, wir müssen rein, weil das geht nicht mit dir und so. Begründet vielleicht im Felix seine Aussagen auch. Und obwohl er dann, glaube ich, wieder Herbert weg war, er sowieso der unumstrittene Hallenkönig war. Also Gasselig schildert sich ja ganz drastisch. Er sagt, die Einsergarnitur hat immer gespielt. Dann sind wir halt so gnadenhalber 20 Sekunden eingewechselt worden und dann hat der Prohaska schon geklopft an der Bande. Ja, und dann sind wir nie wieder eingewechselt worden. War es wirklich so schlimm? Das. Ja, es war so. Es war wirklich so. Haben Sie Schuldgefühle? Obwohl die dann ja auch gute Mannschaft waren. Ja, da war ja ein Polster dabei. Polster, ja. Ein bisschen später wahrscheinlich. Zum Schluss, wie ich dann schon eher nur mehr ein, zwei Jahre gespielt habe, war dann der Polster schon dabei und dann der Nilaschi. Aber solange der Herbert da war, war halt er immer in der zweiten Mannschaft. Und das hat ihm natürlich, weil er hat auch das, glaube ich, schon so gesehen, dass er der technisch beste Spieler ist. Vielleicht hat sie ja auch über den Prohaska gesehen, das durchaus. Und er hat ja dann eigentlich eine große Karriere vor sich gehabt, bei Ajax Amsterdam, aber da hat er dann, glaube ich, das Pech gehabt, dass er da das pfeifsche Drüsenfieber
gekriegt hat und man das, glaube ich, auch gar nicht erkannt hat gleich. Und das und hat dem Greif gleich ein Gurgel geschrieben hat, das auch, in der ersten Trainingseinheit. Ja. Aber ich glaube, diese Krankheit, was er da gekriegt hat, hat ihm schon ziemlich gebremst in Holland, weil bei Ajax Amsterdam, wenn man dann einmal vielleicht ein Stammspieler ist, das wäre natürlich auch eine ganz große Sache. War er ja, glaube ich, bis seiner Krankheit und aber er bleibt trotzdem, glaube ich, unvergessen bei der Austria durch sein Jahrhundert-Tor in der Türkei. Galatasaray damals. Ja, genau. War so ein Gabon-Wettbewerb veranstaltet hat, bevor er das Tor gemacht hat. Ja, genau. Also der Mann konnte schon kicken. Also ich würde natürlich noch wahnsinnig gerne mit Ihnen über die alten Zeiten plaudern, müssen dann schon langsam aber zum Schluss kommen. Und deswegen würde ich jetzt gerne einen relativ drastischen Zeitsprung in die halbwegs junge Vergangenheit machen. Zu Ihrer Zeit als Trainer bei der Wiener Austria. Sehr plump und allgemein gefragt, wie haben Sie diese Zeit abgespeichert? Ja, sehr positiv natürlich. Es war so, dass, wie ich zur Wiener Austria gekommen bin, der Frank Stronach seinen Ausstieg bekannt gegeben hat. Und es klar war, dass jetzt viel weniger Budgetmittel zur Verfügung stehen. Und wir haben dann mit Tomi Baritz das Glück oder das Händchen gehabt, dass wir junge Spieler geholt haben oder einbaut haben, die jetzt im Nachhinein große Karrieren gemacht haben. Angefangen von Dragovic über Junuzovic, über dann war der Okoti zu der Zeit, der Suttner, der Baumgartlinger. Und da haben wir Spieler geholt zur Austria, die noch keine fertigen Spieler vielleicht waren, aber große Talente. Und dadurch haben wir auch relativ gut mithalten können. Wir sind dann Cupsieger gleich einmal geworden. Und einmal Zweiter, zweimal Dritter, also in meiner Ära. Und es hat dann Zeiten gegeben, wo, glaube ich, 6, 7, 8 Spieler von der Mannschaft im Nationalteam gespielt haben. Und es war dann grundsätzlich eine sehr positive Zeit. Mhm. Ja. Wer und auch der längste Trainer, glaube ich, mit 3,5 Jahren. Nach Rudi Müller, eine Trainerlegende bei der Austria, der damals, glaube ich, Otzwirk und Steuersball und solche Kapazunder trainiert hat. Genau. Wer waren die größten, unter Anführungszeichen, Gefraster, die Sie trainieren haben müssen? Und wie sind Sie mit schwierigen Typen umgegangen als Trainer? Ja, ich agiere halt dann, so wie man es nachsagt, relativ relaxed bei der Sache und habe grundsätzlich kaum Schwierigkeiten gehabt. Aber dass man mit vielen verschiedenen Charakteren zu tun hat, das muss einem bewusst sein. Und man sagt halt immer, die Talentiertesten sind die Schwierigsten. Aber das ist zum Beispiel der Milenko Asimovic war kein einfacher Spieler, weil er halt dann, man das Gefühl gehabt hat, es ginge noch immer ein bisschen mehr. Aber mit ein bisschen Einfühlungsvermögen und so funktioniert das schon recht gut. Es muss sich aber auch dabei der Erfolg einstellen, weil sonst wird das problematisch. Ist Spieler zu sein oder Trainer zu sein der schönere Job? Ja, ich denke schon, Spieler. Muss ich ehrlich sagen, weil als Spieler gehen wir hin zum Training. Ich zumindest habe versucht, in jedem Training das Beste zu geben. Ich war mir jetzt zurückerinnere, es gibt nicht viel Training, wo ich sagen könnte nachher, heute hast nicht gut gearbeitet. Und damit hat es sich ungefähr. Und als Trainer zerbricht mir natürlich den Kopf, was kann man besser machen, was kann man anders machen. Wie stellt man auf, wie geht man mit den Spielern um, die vielleicht auf der Tribüne sitzen müssen. Also es ist irgendwo so, schon kann dann wie letztendlich keinen Einfluss mehr haben, wann das Spiel mal läuft. Und das ist natürlich die schwierigere Sache, wobei man natürlich bei Erfolg wieder vorne hingestellt wird und gesagt wird, der Trainer hat einen Hauptanteil an dem Erfolg. Umgekehrt ist es sowieso auch gleich, weil dann ist man der Erste, der weg muss. Alles klar, das waren
wahnsinnig spannende und amüsante Einblicke in eine wirklich bewegte Karriere, wie nicht anders zu erwarten. Haben Sie tatsächlich viel zu erzählen gehabt. Ich danke herzlich für die Zeit und bei Ihnen, liebe Zuhörer, bedanke ich mich auch, dass Sie dabei waren und hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Herzlichen Dank, Karl Dachsbacher. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Danke auch.